It's so good to preach the word of God to you this morning. Es ist sehr gut, heute Morgen das Wort Gottes euch zu predigen. Anytime God speaks to us, jedes Mal, wenn Gott zu uns spricht, he speaks out of love. Dann spricht er aus Liebe heraus. If God would not love us, wenn Gott uns nicht lieben würde, he would not speak to us. Dann würde er uns nicht zu uns sprechen. If God would not love us, wenn Gott uns nicht lieben würde, he would not give us his word. Dann würde er uns sein Wort nicht That's geben. Why we should always rejoice, und deswegen sollten wir uns immer freuen, when we are dealing with the word of God. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. And the word that is coming this morning, und das Wort, was heute Morgen kommt, to bless you. Das ist gekommen, um euch zu segnen. God's intention is to bless you this morning. Gott möchte euch heute Morgen segnen. Amen. Amen. Because God knows, weil Gott weiß, that we go through challenges in life. Dass wir heute durch Herausforderungen gehen. And today, und heute, he wants to show us a path, a pattern. Möchte er uns eine bestimmte Art und Weise zeigen. How to triumph daily. Wie man triumph. Achso, wie man hier täglich triumphieren kann. God wants you to triumph daily in life. Gott möchte, dass wir täglich triumphieren. That's the title of my message this morning. Und das ist der Titel meiner Botschaft Triumphing heute Morgen. Daily. Jeden Tag im Sieg leben. Because God never created you to for defeat. Weil Gott dich nie geschaffen hat, um besiegt zu werden. Amen. Amen. We are living in a fallen world. Wir leben in einer gefallenen Welt. That's why we are faced with challenges. Und deswegen sind wir mit Herausforderungen konfrontiert. Of all kinds. Herausforderungen aller Art. It may be sickness. Vielleicht mit Krankheit. You wish you will be healthy. Du wünschst dir, du wärst gesund. And do many other things in life. Und dass du vieles tun könntest. But sickness has been holding you back. Aber die Krankheit hat dich zurückgehalten. It may be relational issues. Vielleicht sind es Probleme in der Beziehung. Maybe in your marriage. Vielleicht in deiner Ehe. Maybe with your relatives. Oder mit deinen Verwandten. Maybe with your colleagues. Oder mit deinen Kollegen. Somebody has been maltreating you. Jemand hat dich schlecht behandelt or accusing you falsely. Oder hat dich falsch angeklagt. Somebody may have been wounded you. Jemand mag dich verletzt haben or may have been abused you. Oder dich schlecht behandelt haben or abused your trust. Oder einfach dein Vertrauen missbraucht you haben. May also have financial issues. Vielleicht hast du auch finanzielle Probleme. You may be feeling oppressed. Oder fühlst dich da unterdrückt. And I believe firmly, und ich glaube ganz fest, that the spirit of oppression, dass der Geist der Unterdrückung has been released from hell into the nations nowadays. Dass heutzutage dieser Geist der Unterdrückung aus der Hölle quasi herausgelassen wurde auf die Erde. Observing it with my spiritual eyes. Ich habe das beobachtet mit meinen geistlichen Augen. Among the nations. In den Nationen. And I believe this spirit of oppression. Und ich glaube, dieser Geist der Unterdrückung is a high-ranking demon. Ist ein hochrangiger Dämon. That has many other demons under its command. Der viele andere Dämonen unter seinem Kommando hat. And he has been released. Und der wurde freigesetzt, to influence nations. Um die ganzen Nationen zu beeinflussen. And wherever you go, und wo auch immer du hingehst, you can smell oppression. Dann riechst du förmlich die Unterdrückung. You can touch oppression. Du kannst es fast anfassen. You can feel oppression. Du kannst es fühlen. People are feeling oppressed. Menschen fühlen sich unterdrückt. People are feeling intimidated. Sie fühlen sich bedrängt. No peace. Es gibt keinen Frieden. People are feeling depressed. Menschen haben Depressionen. People are filled with fear. Menschen sind mit Ängsten gefüllt. Those are all spirits that work together under the spirit of the spirit of oppression. Und all diese Geister, die arbeiten zusammen mit diesem Geist der Unterdrückung. Fear. Angst. Intimidation. Einschüchterung. Depression. Depression. Amen. Amen. So you may be going through these challenges. Vielleicht gehst du durch diese Herausforderung durch. And while we are going through challenges, und während wir durch Herausforderungen gehen, at times our faith may be challenged. Da wird unser Glaube auch herausgefordert. We may question even our God. Wir fragen vielleicht, wir stellen Gott vielleicht sogar in Frage. We may question even our faith. Oder vielleicht stellen wir sogar unseren Glauben in Frage. We may question the faithfulness and the goodness of God. Oder vielleicht stellen wir sogar die Güte und die Treue Gottes in Frage. We may question the faith, the truthfulness of the church. Oder die Wahrheit der Gemeinde. We may find fault in many people. Und vielleicht finden wir auch sehen wir auch in vielen Menschen, dass sie etwas falsch machen. And I know from experience, und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, many Christians, dass viele Christen are going through challenges. Eben durch diese Herausforderungen durchgehen. And many Christians, und viele Christen are feeling defeated, fühlen sich besiegt or are actually defeated. Oder sind besiegt. And I want you to know, und ich möchte, dass ihr wisst, whatever you may be going through, was immer auch immer du erlebst, God in heaven, Gott im Himmel feels what you feel. Fühlt mit dir. God is compassionate. Gott hat Mitleid. It breaks his heart.
Und es bricht ihm das Herz. To see his children suffering and defeated. Zu sehen, wie seine Kinder leiden und einfach wie sich besiegt fühlen. Because it has never been his intention. Weil er das nie wollte. For you to be defeated. Er möchte nicht, dass du and besiegt wirst. On his part, und von seiner Seite aus he did everything hat er alles getan, to you to walk in victory. Um damit du in Sieg gehen kannst. I mean to walk in triumph in life. Dass du im Triumph gehen kannst im Leben. Amen. Amen. Do you want to learn from God? Möchtest du von Gott lernen? How you can surely walk in triumph. Dann kannst du in Triumph gehen. It doesn't mean that you will never have challenges. Das bedeutet nicht, dass du keine Herausforderungen mehr hast. As long as you live on earth. Solange du auf der Erde lebst, you always have challenges. Wirst du immer Herausforderungen At haben. Times it's even good to have challenges. Manchmal ist es sogar ganz gut, mal eine Herausforderung zu erleben. Because challenges will teach us at times humility. Weil Herausforderungen uns manchmal Demut lehren. And dependence on God. Und dass wir von Gott abhängig sind. But God wants to teach us, und wenn Gott uns lehren möchte, when challenges come, wenn Herausforderungen kommen, how to stay firm in faith, wie sollen wir dann feststehen im Glauben? And stay confident in faith, und wirklich auf unseren Glauben auch vertrauen. And walk in peace and joy, und in Frieden und in Freude gehen despite können. The challenges in your life. Trotz der Herausforderungen im Leben. Amen. Amen. You will have challenges. Du wirst Herausforderungen haben. Even Jesus, when he walked the earth, selbst Jesus, als er auf der Erde war, he went through challenges. Er ging durch Herausforderungen. In fact, no man has ever went through the challenges Jesus went through when he was on earth. Und kein Mensch hat solche Herausforderungen erlebt wie Jesus, als er auf der Erde war. There is nothing you will go through that he did not go through. Und es gibt nichts, was wodurch du durchgehst, weil was er nicht auch kennengelernt hat. There is nothing you will go through which is stronger than what he went through here on earth. Und es gibt nichts, was du erlebst, was stärker wäre als das, was er erlebt hat. Though he was God, obwohl er Gott war, he took the form of a man, hat er die Gestalt eines Menschen angenommen. And lived among us. Und er lebte unter uns. Apparently he was like a normal human being. Und scheinbar schien er wie ein normaler Mensch and zu sein. And he walked among his people. Und er lief dort zwischen seinen Leuten in seinem Land. Most of them did not recognize him as God. Und die meisten von ihnen haben ihn gar nicht erkannt als Gott. They despised him. Sie haben ihn sogar verachtet. Jesus was mocked. Jesus wurde auch verlacht. He was accused falsely. Er wurde falsch angeklagt. He was betrayed. Er wurde betrogen. He was abandoned. Er wurde allein gelassen. He was flogged. Er wurde sogar geschlagen. He was spat at. Er wurde sogar angespuckt. And at the end he was crucified. Und am Ende wurde er sogar gekreuzigt. So Jesus know what you are going through. Also Jesus weiß, wo du gerade durchgehst. And yet when you read through the scriptures, und wenn du dann die Schrift liest, there is no sign of bitterness in Jesus. Dennoch gibt es in Jesus kein Anzeichen von Bitterkeit. No sign of discouragement. Man findet kein Zeichen von Entmutigung. No sign of defeat. Oder von Besiegtsein. Although he was rejected. Obwohl er abgelehnt wurde. Although he was despised. Obwohl er verachtet wurde. Although he was falsely accused. Obwohl er falsch angeklagt wurde. Although he was criticized. Obwohl er kritisiert wurde. Although he was envied at. Obwohl er beneidet wurde. Although he went through jealousy. Und durch Eifersucht ging. And mobbing. Mobbing. You know, despite all these things. Denn trotz all dieser Dinge. He remained confident. Behielt er sein Selbstvertrauen. And he was able to love on people. Und er war in der Lage, Menschen zu lieben. Even on the very people that were wounding him and hurting him. Selbst die Menschen konnte er lieben, die ihn verletzt haben. He was able to focus on the Father. Er war in der Lage, sich auf den Vater zu konzentrieren. To stay focused on his duty on earth. Und sich darauf zu konzentrieren, was seine Pflicht auf der Erde ist. To stay positive. Er blieb positiv. Going around. Als er rumlief. Doing good. Und das Gute tat. And healing all those who were under the power of Satan. Und während er alle Menschen heilte, die unter der Macht Satans standen. What was the secret of Jesus? Was war das Geheimnis von Jesus? What was the secret of Jesus? Was war das Geheimnis von Jesus? Who wants to learn that secret this morning? Wer möchte heute Morgen erfahren, was dein Geheimnis ist? Halleluja. Because the will of the Father, weil der Wille des Vaters, is that you may walk here on earth like Jesus did. Ist, dass wir hier auf der Erde gehen, wie Jesus getan hat. Because the Bible says, as he is, weil die Bibel sagt, so, so wie we are. Er ist, so sind auch wir. Amen. Amen. God wants you to live the life that Jesus lived on earth. Gott möchte, dass wir hier das Leben leben, was Jesus auf der Erde gelebt Jesus hat. Came as a role model, Jesus kam als ein Vorbild, for you to look at him, dass wir auf ihn sehen können and learn from him, und von ihm lernen können. And know how to live a life that is pleasing to God. Und lernen, wie man ein Leben führt, das Gott gefällt. A life that is fruitful, ein Leben, das Frucht and bringt victorious. Und was im Sieg so ist. This morning,
So heute Morgen I want to paint Jesus before your eyes. Möchte ich euch Jesus quasi wie ein Gemälde malen. I want to lift up Jesus before your eyes. Ich möchte Jesus erheben vor euren Augen. If you look at this picture of Jesus, und wenn ihr euch das Bild von Jesus ansieht, he will bring you victory. Dann wird es he euch will Sieg bring bringen you healing. Und Heilung. He will bring you strength und Kraft and transformation. Und Veränderung. Are you ready? Seid ihr bereit? Are you ready? Seid ihr bereit? He is our master. Er ist unser Herr. He's our master. Er ist unser Herr. We are his disciples. Und wir sind seine we Jünger. Want to sit at his feet wir wollen an seinen Füßen sitzen and learn from und him. Von ihm lernen. If you learn from him, und wenn wir von ihm lernen, you will be strong. Dann werden wir stärker you'll werden. Be victorious. Wir werden Sieg so in Sieg we are leben. Reading from Luke 22. Also ich lese aus Lukas 22 and from verse, from 39 through, 46. Von Vers 39 bis 46. Luke 22, genau, Lukas 22. And he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives. And the disciples followed him. And when he came to the place, he said to them, pray that you may not enter into temptation. And he withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. And being in agony, he prayed more earnestly. And his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping for sorrow. And he said to them, why are you sleeping? Rise and pray that you may not enter into temptation. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Praise the Lord. Preist den Herrn. So Jesus was in the garden of Gethsemane. Also Jesus war dort im Garten von Gethsemane. And he knew that the time was about for him was around to be cut and crucified. Und er wusste, dass die Zeit gekommen war, dass er eben gefangen genommen werden würde und gekreuzigt werden würde. And we read that he came out. Und wir lesen, dass er rausging. And went. Und dass er ging. As was his custom. So wie er es immer tat. To the Mount of Olives. Zum Ölberg. And the disciples followed him. Und die Jünger gingen mit ihm. So this was towards the end of his earthly ministry. Also das war quasi am Ende seiner Zeit auf der Erde. And the most crucial part, the most difficult and painful part was about to happen. Und er stand praktisch kurz vor dem bedeutendsten und vor dem schwierigsten und schmerzvollsten Teil eben seines Dienstes. And the Bible shows us that his heart was filled with fear. Und die Bibel sagt uns, dass sein Herz mit Angst erfüllt war. Amen. Amen. I don't know if how you would have dealt with the situation. Ich weiß nicht, wie du mit so einer Situation umgegangen wärst. 3.5 years. 3.5 Jahre. He was walking through the streets of Israel. Ging er durch die Straßen in Israel. Preaching. Er predigte. Casting out devils. Und er trieb Dämonen aus. Healing all kinds of er sickness. Er heilte alle möglichen Krankheiten. Multiplying bread and fish. Und er multiplizierte and Brot und Fisch. Feeding multitudes. Und er gab vielen Menschen zu essen. Loving on people. Und er liebte die Menschen. Being criticized. Er wurde kritisiert. Being mocked at. Er wurde verlacht. And so on. Und so weiter. These things were painful. Alle diese Dinge waren schmerzvoll. But the crucifixion. Aber die Kreuzigung. The crucifixion. Aber die Kreuzigung. Was another level. War noch mal ein ganz anderes Level. Amen. Amen. Because living in Israel. Weil wenn man in Israel damals lebte. He must have witnessed how painful and dreadful being crucified must have been. Musste er gesehen haben, er musste das schon mal mit angesehen haben, wie andere Menschen eben gekreuzigt wurden und wie schrecklich Because und schmerzvoll das war. Normal and regular practice in the Roman Empire. Weil das eine normale Praxis war im römischen Imperium. He will have known how shameful it is. Und er hat auch gewusst,
wie voller Scham sowas, mit wie viel Scham sowas besetzt how ist. Painful and dreadful it und wie schmerzvoll und wie schrecklich. And even his heart und sogar in seinem Herzen was filled with war fear. Dann, wo das sein Herz war, dann angefüllt mit Angst. But Jesus, aber Jesus eventually, hat schließlich eventually he won, he took over this fear, he won. Hat er diese Angst besiegt. Amen. Amen. He did not allow fear to control him. Er hat nicht erlaubt, dass die Angst ihn kontrolliert. But he was victorious upon the fear. Sondern er hat den Sieg errungen über die Angst. And he went ahead. Und er ist einfach vorwärts gegangen. Was caught, wurde dann gefangen was genommen, judged, wurde was verurteilt, flogged, gegeißelt, was humiliated, und gedemütigt and eventually crucified. Und schließlich gekreuzigt. Just like the father has planted. Genauso wie das von dem Vater geplant but this war. Was a crucial point in his ministry. Aber das war ein ganz entscheidender Moment in seinem Dienst. I believe at this point, und ich glaube, an diesem Punkt the devil came to him kam der Teufel zu and ihm started whispering into his ear. Und fing an, in sein Ohr zu flüstern. You will fail. Du wirst versagen. You are a failure. Du bist ein Versager. You can't do that. Can you? Du kannst das doch nicht tun. You don't want to do that. You das really das want willst to do du doch nicht wirklich tun. You better give up now. Am besten gibst du jetzt auf. Why should you even care to die for these people? Warum solltest du dich dafür überhaupt interessieren, für diese Menschen? Warum stirbst du für sie? You know how painful it is. Du weißt, wie schrecklich das ist. You know very well du weißt es ganz genau. How shameful it is. Du weißt ganz genau, wie viel Scham damit zusammenhängt. You've been hearing how the people are screaming when they are hanging on the cross. Und du hast schon gehört, wie Menschen geschrien haben, die am Kreuz gehangen haben. Don't you do that. Mach das doch nicht. You are a failure. Du bist doch ein Versager. You are a failure. Du bist ein Versager. You give up now. Gib einfach am besten jetzt auf. Was whispering into his ears. Er hat in sein Ohr geflüstert. Whispering into his ears. Hat geflüstert. And this is a kind of, a type of temptation. Und das ist eine Art von Versuchung. So he was tempted to give up. Und da wurde er versucht aufzugeben. He was tempted to say stop. Und er wurde einfach versucht zu sagen stopp bis and hierhin. I bet you, und ich wette, he had really really asked the father that insisted to stop the mission, the father would have accepted. Und ich glaube, dass wenn er wirklich darauf gedrungen hätte, wenn er darauf bestanden hätte, die Mission zu beenden, dann hätte der Vater das auch erlaubt. Because he was not obliged to die on the cross. Weil er war gar nicht verpflichtet, am Kreuz zu sterben. Because he said, I give my life freely and I take it freely. Er hat gesagt, ich gebe mein Leben freiwillig und ich nehme es auch freiwillig nobody wieder zurück. Forced him to die to go to the cross. Niemand hat ihn gezwungen, am Kreuz so zu sterben. This was a turning point. Das war also so ein Wendepunkt. He could have said, Father, it was nice to be here. Es war schön, hier gewesen zu sein. I preached the gospel. War schön, ich habe das Evangelium I revealed yourself to these people. Ich habe mich gezeigt, wie Gott I cast ist. Out devils. Ich habe die Dämonen ausgetrieben. I glorify your name. Ich habe deinen Namen erhoben, this Vater. One, this one, I don't want it. Aber diese letzte Geschichte, nein. I want to come back home. Ich möchte jetzt nach Hause. The father would have said, okay. Hätte der Vater gesagt, ja gut. If you really mean it, wenn du das so meinst, open the heaven, dann offen nach dem Himmel und weg. Come back. Komm zurück. But he insisted. Aber er hat es weitergemacht. He said, not my will be done. Er hat gesagt, nicht mein Wille soll geschehen, but your will be sondern done. Dein Wille soll geschehen. Let's go for it, Dad. Lass uns das durchziehen, Vater. Let's go for it. Lass uns das durchziehen. So Jesus, also Jesus was victorious hatte den Sieg over this temptation. Über diese Versuchung. He could have missed his mission. Er hätte seine Mission praktisch everything verfehlen everything he would have done so far would have been nothing. Und alles, was er bis dahin dann erreicht hätte, wäre dann irgendwie nichts wert gewesen. If he had quitted. Wenn er da an der Stelle aufgegeben and that's hätte. What the devil wanted. Und das wollte der Teufel. And I believe the devil has been hunting you. Und ich glaube, dass der Teufel dich gejagt hat. He has been chasing you. Er ist hinter dir hinterher gewesen. He has been whispering things into your ears. Und er hat dir auch schon Sachen ins Ohr geflüstert. He has been oppressing you. Er hat dich schon unterdrückt. In different manners. In verschiedene Art und Weise. He has been discouraging you. Und er hat dich entmutigt schon. He has been bringing strange thoughts into your ears and eyes and mind. Und falsche Gedanken in deinen Kopf gebracht. And you feel oppressed. Und du hast dich schon and you feel depressed bedrückt and you feel discouraged depressiv and you believe that is how it's supposed to be und entmutigt und du hast vielleicht dann in dem Moment gedacht and das muss so sein und hast das akzeptiert and you handle accordingly und dann hast du dich auch danach gehandelt and you stop reading your Bible und hast aufgehört mit Bibel lesen you stop praying aufgehört zu beten you stop going to church aufgehört zur Gemeinde zu gehen you stop going about your ministry und aufgehört deinen Dienst auszuführen and you give up on your wife or your husband oder du hast deinen Mann aufgegeben you give up on your children deine Kinder you give up on your job du hast vielleicht deinen Job aufgegeben and you're defeated und dann bist
bist du praktisch besiegt. But that's not the Father's will. Aber das ist nicht der Wille des Vaters. He wants you to stand firm. Er möchte, dass du feststehst. He wants you to go ahead. Er möchte, dass du vorwärts gehst. And fulfill your destiny. Und deine Berufung erfüllst. The destiny he gave you in Jesus. Und das ist deine Berufung in Jesus. But how can you manage? Aber wie kannst du das schaffen? To stand firm. Festzustehen. Despite the storms. Trotz der Stürme. In your life. In deinem Leben. How can that be possible? Wie ist das möglich? Let's learn from Jesus. Lass uns von Jesus the Bible lernen. Says in verse 39. Die Bibel sagt in Vers 39. He came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. Er ging, wie es seine Gewohnheit war, zum Ölberg, und die Jünger folgten ihm. The secret of Jesus. Das Geheimnis von Jesus. Was intimacy with his Father. War Intimität mit seinem Vater. Jesus prayed habitually. Jesus betete gewohnheitsmäßig. The Bible says, as was his custom. Die Bibel sagt, so wie er das immer machte. He has the custom of spending time with God. Er hatte eine Gewohnheit, Zeit mit Gott zu verbringen. He had the custom of praying. Er hatte eine Gewohnheit zu beten. Amen. Amen. If you pray habitually, wenn du regelmäßig betest, when challenges come, und dann Herausforderungen when kommen, the storm comes into your life, wenn der Sturm in dein Leben kommt, you will stand firm. Dann wirst du feststehen. You will stand firm. Du wirst feststehen. If you pray habitually, und wenn du gewohnheitsmäßig betest, your spirit is continually strengthened. Dann ist dein Geist beständig gestärkt. The life and the strength of God are poured into your spirit man. Und das Leben und die Kraft Gottes sind in deinen geistlichen Menschen hineingegossen. And you are filled with divine and supernatural power and strength. Und du bist mit übernatürlicher, göttlicher Macht erfüllt. And und when mit the devil Kraft. Comes to shake you, wenn der Teufel kommt, um dich zu schütteln, he will realize that you are rooted, deeply rooted. Dann wirst du merken, dass du tief verwurzelt bist. Amen. Amen. You are deeply rooted. Du bist tief verwurzelt. And no matter how tough he will shake you. Und je, egal wie doll er dich schüttelt, you may shake, magst du vielleicht but you will not wanken, fall. Aber du wirst nicht fallen. You may shake, du magst vielleicht but you will wanken, not be uprooted. Aber du bist verwurzelt. Amen. Amen. So Jesus prayed habitually. Also Jesus hat gewohnheitsmäßig gebetet. The Bible says he had the habit to withdraw from his disciples and to spend time alone with his heavenly Father. Und die Bibel sagt uns, dass er sich immer von seinen Jüngern zurückzog, um Zeit allein mit seinem Vater zu verbringen. What do you think he was discussing with the spirit, with the heavenly Father? Was glaubt ihr, was er wohl mit seinem Vater so besprochen hat? He would say, Father. Er sagte, Vater. This day was tough. Dieser Tag war echt anstrengend. You heard. Du hast schon mitgekriegt, how they were mocking at me, wie sie mich heute ausgelacht how haben, they were insulting me, wie sie mich beleidigt haben, how they rejected me, wie sie mich abgelehnt haben. My heart is broken. Mein Herz ist echt gebrochen. Please touch my heart. Bitte berühre mein Herz and heal my heart. Und heile mein Herz. Please take my pains. Bitte nimm meine Schmerzen and give me your peace in exchange. Und gib mir dafür deinen Frieden. Amen. Amen. What do you think he would discuss with the Father? Was glaubt ihr, was er mit dem Vater wohl besprochen hat? He would say, hat? Father, er sagte, Vater, there is a situation. Da gibt es eine Situation. I don't know how to deal with it. Und ich weiß nicht, wie ich mich da verhalten soll. Give me wisdom. Gib mir Weisheit. You know this instance. Ihr wisst, du weißt diese eine Sache. Jesus was praying. Jesus hat gebetet. And Moses and Elijah came from heaven. Und Mose und Elia kamen vom Himmel. To give him instructions, the Bible says. Um ihm Anweisungen zu geben. To give him directions. Sie haben ihm so why? Gesagt, was er because machen soll. He asked the Father, warum? Weil er den Vater darum Daddy, gebeten hat. Daddy, what to do? Was soll ich machen? How do I handle the situation? Wie kümmere ich mich um diese Situation? What is your plan for tomorrow and after tomorrow? Was ist dein Plan für morgen und übermorgen? And the Father will always respond. Und der Vater hat immer geantwortet. And give him direction. Und hat ihm die Richtung gezeigt. Amen. So Amen. Jesus spent time with the Father. Also Jesus hat Zeit mit dem Vater verbracht. Just on his own. Ganz allein. With the Father. Mit dem Vater. And there. Und dort. The Lord will strengthen him. Hat der Herr ihn even here gestärkt. We are reading in verse 43. Und wenn wir hier lesen in Vers 43, that an angel appeared to him from heaven. Dass ihm ein Engel erschien aus dem Himmel. This is what happens when you pray. Und das passiert, wenn du betest. The angels of God are released into your favor. Die Engel Gottes werden herausgeschickt und kümmern sich um dein Anliegen. If you don't pray, und wenn du nicht betest, the angels are idle. Dann haben die Engel nichts zu tun. Even the angels God assigned to you.
Selbst der Engel, der Gott extra für dich abgestellt hat. Und während du betest, dann werden sie ausgesandt, um für dich zu arbeiten. Sie sind ausgesandt, um für dich zu kämpfen. Und sie werden herausgesandt, um dir zu helfen. Sie werden ausgesandt, um dich zu stärken. Sie sind herausgesandt, um dich zu ermutigen. Sie sind herausgesandt, to make the naturally impossible possible. Um das, was normalerweise unmöglich wäre, im natürlichen Bereich möglich zu machen. When you pray, wenn du betest, heaven reacts. Dann reagiert der Himmel. When you pray, wenn du betest, comfort will come from heaven. Dann wird Trost kommen aus dem Rescue Himmel. Will come from heaven. Und dich retten. Help will come from heaven. Hilfe wird kommen. Halleluja. 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 So when you pray, also wenn du betest, your spirit man, dann passiert etwas mit deinem geistlichen Menschen. Quickened. Er wird erfrischt. He is strengthened. Und er wird gestärkt. And he is ready all time for battle. Und er ist jederzeit bereit zu kämpfen. Halleluja. Halleluja. The mistake most of us do, der Fehler, den viele von uns machen, is that we don't pray habitually, ist, dass wir nicht regelmäßig beten. We only pray occasionally, dass wir nur so ab und zu beten. Mostly, meistens, when we are in the middle of the storm. Wenn wir uns gerade mitten im Sturm befinden. The storm comes and meets us unprepared. Und dann trifft uns der Sturm unvorbereitet. Oh, Lord, oh Herr! Care thou not that we are perishing? Interessiert es dich nicht, dass wir hier umkommen? Oh, Lord, oh Herr, where are you? Wo bist du jetzt? I thought you were faithful. Ich dachte, du wärst treu. I read 10 years ago in the Bible that you are faithful. Vor 10 Jahren habe ich mal in der Bibel gelesen, dass du treu bist. Oh God, oh Gott, do you really love me? Liebst du mich noch? I heard last Sunday. Letzten Sonntag habe ich mal gehört. Three Sundays ago, und vor drei Sonntagen, when I last went to church, als ich zuletzt in der Gemeinde war, I heard that you are good, that you love me. Habe ich gehört, dass du mich liebst und dass du gut bist. Where is it? Wo ist das you jetzt? Don't even love me. Liebst du mich überhaupt noch? Nobody loves me. Keiner liebt mich. God is not good. Gott ist nicht gut. I won't go to church anymore. Ich gehe nicht mehr zur Gemeinde. I won't pray anymore. Ich bete einfach nicht mehr. Oh, look at me. Oh, guck mich an. I'm so miserable. Ich geht so schlecht. Oh. Poor me. Ich armer. You know? That's what happens. Das passiert. If you don't pray habitually, wenn du nicht regelmäßig betest, gewohnheitsmäßig, you will always be caught unaware. Dann wirst du immer so erwischt werden, während du quasi nicht vorbereitet bist. If you pray habitually, und wenn du gewohnheitsmäßig betest, waves will come, dann werden Wellen kommen, storms will come, und Stürme kommen. Winds will come. Oder Winde. All kinds of challenges will come. Alle möglichen Herausforderungen. But you will be met prepared. Aber du wirst vorbereitet dort stehen. You will stand firm. Und feststehen. The devil, der Teufel, will not be able wird to nicht, steal your peace nicht in der Lage sein, deinen Frieden and to steal your joy. Zu stehlen oder deine Freude zu stehlen. Let me tell you something. Lass mich euch was sagen. One of the things that will make the devil crazy. Eine Sache, die den Teufel echt irre macht, one of the things that would drive him really, really crazy, ist, was ihn echt verrückt macht, is seeing you enjoy in the midst of challenges and storms. Ist, wenn er sieht, dass du Freude hast mitten in Herausforderungen. It drives him real, real crazy. Das macht ihn echt wahnsinnig. He will go to the bottom of the hell first and come back. Er wird erstmal in die Hölle zurückkehren, ganz nach unten und dann erst zurückkommen. Amen. Amen. And his greatest joy. Und seine größte Freude is when you have no joy. Ist, wenn du keine Freude hast. He doesn't want you to experience joy and peace. Er möchte nicht, dass du Freude und Frieden erlebst. God wants you to be wise. Gott möchte, dass du weise bist. He wants you to be triumphant. Er möchte, dass du siegreich bist. Amen. Amen. It is possible. Es ist möglich. As you pray habitually. Wenn du gewohnheitsmäßig betest. And when I talk of praying. Und wenn ich über Beten spreche. Of course I also mean reading the Bible. Dann meine ich natürlich auch die Bibel lesen. Because real prayer. Weil echtes Gebet. Is praying the word of God back to him. Ist das Wort Gottes zu ihm zurückzubeten. So if you are praying without the word of God. Wenn du ohne das Wort Gottes betest. Your prayer lacks power. Dann hast du weniger Kraft da drin. And effectiveness. Und dann ist es weniger effektiv. Pray also bete with the word of God. Mit dem Wort Gottes. Pray the word of God. Bete das Wort Gottes. And heaven will be open for you. Und der Himmel wird offen sein and für heaven dich. Will release help for you. Und der Himmel wird Hilfe für dich schicken. And the kingdom of God und das Königreich Gottes will be built up in you.
wird in dir aufgebaut werden. And the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Und das Reich Gottes ist Freude und Frieden im Heiligen Geist. And you will go to work. Und Gerechtigkeit. Und du wirst zur Arbeit gehen. And your colleagues. Und deine Kollegen will maltreat you. Werden dich schlecht behandeln. Will speak evil about you. Und schlecht über dich reden. And accuse you unjustly. Und dich falsch beschuldigen. And they will expect you to weep. Und sie erwarten, dass du weinst. They will expect you to be bitter. Und dass du bitter wirst. And then you will feel sad. Und dann wirst du vielleicht traurig but sein. You will go to your heavenly father. Aber dann gehst du zu deinem himmlischen Vater. And say, father, und sagen, Vater. You heard what happened. Du hast schon gehört, was you passiert saw ist. What happened. Du hast es gesehen. I am hurt. Ich bin verletzt. But please kiss my heart. Aber bitte küsse mein Herz. Take my pains away. Nimm meine Schmerzen weg. Take my pains away. Nimm meine Schmerzen weg. Forgive them, Lord. Und vergib ihnen. I bless them, Lord. Ich segne sie. I pray for them, ich Lord. Ich bete für sie, Herr. And as you are doing that, und während du das tust, you are exchanging your pains. Da tauschst du deine you are Schmerzen. Trading your pains for the joy of the Lord. Tauschst sie gegen die Freude des and Herrn the Lord um. Will heal your heart. Und der Herr wird dein Herz he heilen. Will take the pains away. Er wird deine Schmerzen nehmen. And you will stand up filled with the joy of the Lord. Und du wirst aufstehen und erfüllt sein mit der Freude and you go des to Herrn. The work, you, to your job list next day. Und am nächsten Tag gehst du zu deiner Arbeit. And they expect you not to greet them. Und sie erwarten nicht, dass du sie dann nicht mehr grüßt. They expect you to be grudging. Und dann erwarten sie, dass du so verbittert bist. And there you come. Und dann kommst du friendly. Freundlich. Even more friendly than as usual. Sogar normal, also sogar noch freundlicher. Laughing. Und lachen. Joking. Witze machen. They will be confused. Dann sind sie ganz verwirrt. How is that possible? Wie ist das möglich? How can that be possible? Wie kann das sein? The secret place. Der geheime Ort. Intimacy with the Heavenly Father. Intimität mit dem himmlischen Vater. I want to repeat myself. Ich möchte mich wiederholen. Having this intimacy, diese Intimität zu haben, will not stop you from having challenges. Wird dich nicht davon ab, also wird nicht verhindern, dass du Herausforderungen fact, hast. You pray, je mehr du betest, the more challenges you will have. Umso mehr Herausforderungen the hast more du. Challenges you have, und je mehr Herausforderungen du the hast, more your spiritual muscles would grow. Und umso mehr werden deine geistlichen Muskeln wachsen. The more the grace of God will grow in your life. Und je mehr die Gnade Gottes in deinem Leben wächst, the more the glory of God will increase in your life. Umso mehr wird die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben wachsen. The more the power of God will increase in your life. Und je mehr die Kraft Gottes in deinem Leben zunehmen wird, so don't be afraid of challenges. Also sei nicht ängstlich und hab keine Angst vor Herausforderungen. Run away from challenges. Und lauf dann nicht vorweg. Running away from challenges. Von Herausforderungen wegzulaufen, running away from life. Ist vom Leben wegzulaufen. Don't run away from life. Renne nicht weg life aus dem Leben. Can be good. Das Leben kann gut sein. Amen. Amen. God wants to give you victory. Gott möchte dir Sieg geben. So because Jesus had the habit of praying, also weil Jesus regelmäßig betete, he was able to overcome this temptation. War er in der Lage, diese Versuchung zu überwinden. Amen. Amen. And now, und jetzt he wanted his disciples to pray er, with him. Dass seine Jünger mit ihm beten. And they were filled with sorrow. Aber die waren mit Traurigkeit erfüllt. With no objective reason. Die hatten keinen richtigen guten Grund. Because Jesus talked about crucifixion, weil Jesus schon über die Kreuzigung but they gesprochen did not understand hatte, it. Aber das haben sie nicht verstanden. But the spirit of oppression was around. Aber dieser Geist der Unterdrückung war gerade dort im Umlauf. In Gethsemane. Und in Gethsemane. And the disciples were feeling some kind of oppression. Und die Jünger fühlten diese Bedrückung. The Bible said they fell asleep for sorrow. Und die Bibel sagt, dass sie aus Kummer einschliefen. Sorrow about what? Worüber hatten sie Kummer? Did you understand anything? Haben sie überhaupt irgendwas verstanden? Amen. Verse 45. And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping for sorrow. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Because the spirit of oppression was there. Weil der Geist der Unterdrückung dort war. And the hearts were oppressed. Und ihre Herzen waren unterdrückt. They didn't know why. Wisst ihr warum? Do you know that? Do you experience that? You just feel sad, you don't know why. Kennt ihr das? Man fühlt sich einfach traurig und man weiß gar nicht warum. You just feel like everything is dark around you. Du hast das Gefühl, alles um dich herum ist dunkel. But you can't explain why. Und du kannst nicht richtig erklären, warum. I experienced it just yesterday or 2 days ago. Ich habe das gerade gestern oder vorgestern erlebt. I was just sitting at home. Ich saß zu Hause. No problem. Kein Problem. Everything all right. Alles gut. But I was feeling so oppressed. Aber ich habe mich so unterdrückt gefühlt. In fact, I realized. Eigentlich habe ich sogar gemerkt. Every last Sunday of the month.
Immer jeder Saturday of the month. Samstag im Monat, der letzte Samstag im Monat. I preach in English, bevor ich auf Englisch predige, erlebe ich das Gleiche, immer die gleiche Sache mit der Unterdrückung. He came again. Gestern kam das wieder. And I was wondering, ich habe mich gefragt, what is wrong? Was stimmt jetzt and nicht? I prayed all kinds of prayers. Ich musste alle möglichen Gebete beten. Holy Spirit, Heiliger Geist, give me peace, gib mir Frieden, give me joy, gib mir Freude. It didn't help. Hat nicht geholfen. And then last night, when I was sleeping, und gestern Nacht, als ich geschlafen habe, I had a dream, hatte ich einen Traum. And in the dream I was praying, und in dem Traum betete and I said, ich. Spirit of oppression, und ich sagte, Geist der Unterdrückung, I resist you with the blood of Jesus. Ich widerstehe dir mit dem Blut Jesu. The blood of Jesus. Das Blut Jesu. And in the dream, und in dem Traum I felt relief, fühlte ich mich erleichtert and peace. Und Frieden. And when I woke up, und als ich aufwachte, I could still feel that joy, da konnte ich die Freude fühlen and the relief. Und die Erleichterung. That's where I learned, das habe ich gelernt about the spirit of oppression. Über den Geist der Unterdrückung. Just oppressing you. Einfach drückt du dich so nieder. You. If you don't have spiritual understanding, obwohl, wenn du auch kein geistliches Verständnis hast, you will succumb, you will surrender and just fall asleep. Wenn du das nicht hast, dann wirst du dich einfach hingeben und wirst that's how I felt yesterday. So habe ich mich gestern just gefühlt. Laying down. Ich möchte mich einfach nur hinlegen, just being idle, und schlafen und nichts machen. Doing nothing, nichts machen. Feeling sorrow, sorry about myself, about mich selbst the world, bemitleiden und die Welt bemitleiden. Just wanted to be on my own. Einfach alleine sein. Just sitting around. Nur rumsitzen. And the disciples here. Und die Jünger hier. Because they did not pray habitually. Die haben nicht regelmäßig gebetet. Because in the Bible we always hear that Jesus withdrew himself to pray. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus sich immer von den Jüngern zurückgezogen hat, um zu beten. But we never read that Peter and John and all the rest that they withdraw to pray. They always sit around and sleep. Ja, und wir lesen nicht in der Bibel, dass jetzt Petrus und Johannes und die anderen irgendwie mit ihm zusammen hingegangen sind und gebetet haben. Die haben wahrscheinlich rumgesessen und geschlafen. While Jesus is praying, und während Jesus betete, they are arguing, haben sie sich vielleicht mal gestritten. Who is the greatest? Wer ist der Größte? And what, where, if they have enough bread for the next day and und so on. Ob sie vielleicht were wohl concerns, morgen genug zu essen haben. Before they became really spiritual after the resurrection of the Lord. Bevor sie richtig, also geisterfüllt wurden, nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt war. So now war. What happened after this? Also was passierte danach? After Jesus was arrested. Nachdem Jesus gefangen genommen worden Peter war, was tempted. Wurde Petrus versucht. Who remembers his temptation? Wer erinnert sich an seine Versuchung? There's a young lady who saw him say, "Hey, you belong to Jesus." Da war so eine junge Frau, die sagt, "Hey, ich kenne dich doch, du gehörst doch zu Jesus." Say, you must be crazy. Do you? Und, I don't even know this man. Und er sagt zu ihr, du musst ja verrückt sein. Ich kenne diesen Mann noch another nicht mal. Time, hey, this is one of those guys from Galilee who's been walking around with this Jesus. Und jemand kam zu ihm und sagte, hey, das ist doch einer von diesen said, Leuten aus Galiläa, die immer mit Jesus in der Gegend herumgezogen sind. I don't know what you drank. Ich weiß ja nicht, was du getrunken hast. Leave me alone. Lass mich mal in Ruhe. I don't even know this man. Ich kenne den Mann noch nicht mal. Three times. Dreimal. Why did he fail? Warum hat er so versagt? Because the spirit man was weak. Weil sein geistlicher Mensch in ihm schwach because war. Because he did not pray habitually. Er hat nicht regelmäßig gebetet. Amen. Amen. This is what happens. Das passiert. When we don't pray habitually. Wenn wir regelmäßig beten. And the Lord says, und der Herr sagt, pray that you may not enter into temptation. Bete, damit du nicht in Versuchung gerätst. That you may not enter. Dass du nicht da reingehst. So praying gehst. Is preventive. Also Gebet ist sozusagen Vorsorge. Prayer is a preventive weapon. Das Gebet ist eine Vorsorgewaffe. Amen. Amen. When you pray, wenn du betest, you act by preemption, that's you anticipate. Wenn du betest, dann sorgst du schon mal vor und du siehst schon praktisch, was kommt. You anticipate upon the works of the devil. Und du bist schon im Vorfeld darauf vorbereitet, was der Teufel in der Zukunft tun könnte. So prayer is a preventive weapon for also Christians. Gebet ist eine preventive. Ja, preventive ist ja etwas, was quasi etwas verhindert. Schutz. Vor, aber es gibt ein besseres Wort dafür, Hannes. Vorbeugungsmaßnahme oder sowas, ja. Okay, I lost my mind. So the Lord is saying, also der Herr sagt, pray, bete, that you may not enter into temptation. Damit du in die Versuchung nicht hineinfällst. So if you pray, und wenn du betest, you will not enter into temptation. Dann wirst du nicht in die Versuchung hineintreten. Temptation will come, die Versuchung wird kommen, to carry you away, um dich mitzunehmen. But you say, young boy, aber du sagst, hey, mein Kleiner,
This is the wrong address. Das ist die falsche Adresse. I know who you are. Ich kenne dich schon. I will not enter. Ich werde nicht reingehen. You are here. Du bist da. Welcome. Willkommen. But I will not enter. Aber ich werde nicht hineintreten. I will not be overcome. Und ich werde nicht Temptation überwunden werden. Will always come. Die Versuchung wird immer kommen, to carry you away, um dich mitzunehmen. But you must not enter. Aber du musst da nicht hineintreten. If you pray, wenn du betest, habitually, gewohnheitsmäßig, spend time with the Lord, habitually, und Zeit mit dem Herrn verbringst, temptation will come. Dann wird die Versuchung kommen, will not enter. Aber du wirst the nicht Lord hineingehen. Did not say, pray when you are in temptation. Und der Herr hat nicht gesagt, bete, sobald du in Versuchung bist. He didn't say pray when you are inside the temptation. Er hat nicht gesagt, bete, wenn du innen drinne schon bist. Because most of the time when you are in the temptation, weil wenn du drin bist, it's not always possible to pray. Dann ist es nicht immer möglich zu beten. Because the devil has arrested you. Weil der Teufel dich schon gefangen genommen hat. He has bound you. Er hat dich schon gebunden. Maybe you need somebody who is stronger than you and that devil to come and deliver you. Und dann brauchst du vielleicht jemanden, der stärker ist als du und dieser Teufel, um dich zu befreien. That's why we need to pray for one another. Und deswegen müssen wir füreinander beten. Because at times some people are captive. Manchmal sind Leute so gefangen genommen. They don't even know. Und sie wissen es noch nicht mal. Oder sie wissen nicht mehr, wie man überhaupt betet. Amen. Amen. So you better be a victor, not a victim. Sei also ein Sieger und kein Opfer. If you pray, you are a victor. Wenn du betest, bist du ein Sieger. If you don't pray, you are a victim. Und wenn du nicht betest, bist du ein Opfer. If you pray, you are a triumphator. Und wenn du betest, bist du jemand, der triumphiert. If you don't pray, you are a prey. Und wenn du nicht betest, dann bist du eine Beute. Amen. 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 You better choose to pray. Also entscheide dich besser zu beten. Hallelujah. Hallelujah. God is good. Gott ist gut. God is good. Gott ist gut. And prayer is the most natural thing to do. Und Gebet ist das Natürlichste, was man tun kann. Don't need to go to Bible college. Du musst dafür nicht zur Bibelschule gehen. You don't need a university degree. Du musst keinen Universitätsabschluss dafür haben. You need nothing. Everybody can pray. Du brauchst nichts dafür. Jeder kann beten. The Lord did not say, if you pray like from 2 hours onward, then you are secure from temptation. Didn't say that. Gott hat nicht gesagt, wenn du 2 Stunden oder noch mehr betest, dann bist du sicher vor Versuchung. Er hat einfach nur gesagt, bete. He just said pray. Er sagte einfach, bete. It's about communion, fellowship. Es geht dabei um Gemeinschaft. Between your heart and the Lord's heart. Mit zwischen deinem Herzen und dem Herzen des Herrn. Spend as much time as needed for your heart to connect to the Lord's heart. Und verbringe so viel Zeit, wie nötig ist, damit sich dein Herz mit dem Herz des Herrn verbindet. Because that's the essence of prayer. Weil das die Essenz von Gebet ist. Prayer. Das ist die Substanz your heart von Gebet. To connect to the Lord's heart. Dass dein Herz sich mit dem Herz des Herrn verbindet. Because that's where transfer weil da takes place. Passiert dieser Transfer. Amen? Amen. Transfer of strength, of power, of joy and peace. Dieser Transfer von Kraft, von Frieden, von Freude. That's why make sure you open your heart to the Lord entirely. Und das ist deswegen ist es wichtig, sich dem Herrn komplett zu öffnen und das eigene Herz hundertprozentig zu öffnen. Tell him how you feel. Ihm zu sagen, wie man sich fühlt. Tell him what worries you. Ihm zu sagen, was dich besorgt. And most importantly, und am wichtigsten, tell him who he is. Ihm zu sagen, wer er ist. Because most of the time we only tell God what we want, what we need, what we feel. Weil oft sagen wir nur, was wir wollen und was wir fühlen und so, was wir wollen. It's like singing a lamentations song. Das ist so wie wenn man ihm so die Klagelieder vorsingt. In heaven there's no place for lamentation songs. Aber im Himmel gibt es gar keinen Platz für Klagelieder. But the offering that is acceptable in the sight of the Lord is the offering of worship and of praise. Sondern das Opfer, was in Augen des Herrn akzeptiert ist, ist das Opfer von Lobpreis und Anbetung. So after telling God how you feel. Also nachdem du Gott gesagt hast, wie tell du dich fühlst, who he is. Sag ihm, wer er ist. Tell him what he can do. Sag ihm, was er tun kann. That's where power comes from. Und daher kommt die Kraft. From worship. Und Anbetung. Amen. Amen. From worship. When we talk about prayer, there are different types of prayer. Wenn wir von Gebet sprechen, gibt es ja verschiedene Arten von Gebet. But most of us we practice only one type. Die meisten von uns praktizieren nur eine Art. Lamentation, lamentation, nur beklagen, beklagen, beklagen. And if you only speak negative things in the presence of God, und wenn du nur die ganze Zeit negative Sachen sagst in der Gegenwart von Gott, stand up and go your way negative. Und dann stehst du wieder auf und dann bist du immer noch negativ. And you will wonder, but he said I should pray. I prayed, but I'm still feeling. Und dann wunderst du dich und sagst, ey, er hat doch gesagt, ich soll beten. Ich habe gebetet und jetzt? Amen. Amen.
Praise the Lord. Say, tell him who he is. Preist den Herrn und sag ihm, wer er ist. And proclaim his promises to you. Und proklamiere seine Versprechen, die er dir gemacht hat. I'll give you one promise, for example. Ich gebe dir ein Versprechen als Beispiel. It's 2 Corinthians. 2. Korinther. Chapter 2. Kapitel 2. And verse 14. 14. 2 Corinthians. 2. Korinther. The chapter 2 and verse 14. Kapitel 2, Vers 14. It reads. Es steht hier. But thanks be to God, who always leads us in triumph in Christ, and through us spreads and makes evident everywhere the sweet fragrance of the knowledge of him. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin verbreitet. Oh, I wish I had time. Ich wünschte, ich hätte noch mehr Zeit, discuss this word triumph with you. Um dieses Wort Triumph mit euch zu diskutieren. It's about a procession. Es geht darum, es geht um eine Prozession. In the Roman Empire, im römischen Reich, when the king will win a war, wenn der König einen Krieg gewonnen he hatte, will come back in the procession. Dann kam er in einer Prozession at in die times, Stadt gezogen. At times he will bring the king of the defeated kingdom. Manchmal brachte er den König dieses besiegten Königreiches mit. And his strong men. Und seine starken Männer. As a trophy. Wie eine Trophäe. And present them to his people. Und er zeigte sie seinem Volk. And the people will stand along the road. Und die Menschen standen an den Straßenrändern. And jubilate and celebrate the king. Und feierten den König und jubelten. Und während er dort majestätisch entlang schritt. Displaying his trophy. Und seine Trophäen zeigte. This is this procession Paul is talking about here. Und darum geht es hier bei Paulus. That's how Jesus defeated the devil. Jesus hat den Teufel besiegt. And all his strong men. Und seine ganzen starken. And then entered into this procession into the universe. Und dann ist er ins Universum quasi eingezogen in einer Prozession. So the whole universe was witness. Das ganze Universum hat bezeugt, of Jesus triumphing over Satan and Jesus all his kingdom and power. Über den Satan triumphiert hat und über seine Dämonen und seine Macht. And Paul is saying here, und Paulus sagt hier außerdem, that God always leads us in this triumphant procession. Dass er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen lässt. So you have to close your eyes for why. Also schließe deine Augen für ein bisschen imagine, und stell dir vor, Jesus as a winning king, dass Jesus der Gewinnerkönig he's ist. Coming with his trophy, er kommt mit seinen Trophäen in, this long procession, in einer langen Prozession and then the devil is in his hand, und der Teufel ist in seiner Hand. He has cut his head, er hat seinen Kopf abgeschlagen, like David cut Goliath's head, so wie David Goliath den Kopf his head abgeschlagen as a trophy hatte. In his hand. Und er trug den Kopf wie eine Trophäe in seiner Hand. And you are with Jesus. Und du bist mit Jesus in you diesem are part of his triumph. Triumphzug. Du bist Teil you are part of this victory. Dieses Sieges und dieses Amen. Triumphzuges. You are in the procession celebrating the victory of Jesus over devil. Du bist in dieser Prozession und feierst mit Jesus zusammen seinen Sieg. That's what Paul is talking about. Und darüber redet Paulus hier. That Jesus, that's God, dass who Jesus leads us always in triumph. In Christ. So if you are in Christ, you are triumphant. Sich always. Immer uns immer in seinem Triumphzug mitziehen lässt und immer, also wenn du in Christus bist, dann bist du in diesem Triumph. Never forget it. Vergiss das you nicht. You are in Jesus, the vergiss triumphator. Niemals. Du bist in Jesus. The triumphing King. You are in Him. Du bist and in you share His triumph over the devil. Triumphierenden König und du hast Anteil an seinem Triumph. You share His triumph over the devil. Du hast Anteil an dem Triumph, den er über den Satan hat. These are the things you can proclaim. Und das kannst du proklamieren. With your very own mouth. Mit deinen eigenen Worten. When the devil is attacking you. Und wenn der Teufel dich angreift. Amen. Amen. In the coming weeks, in den kommenden Wochen I will give you some more keys, möchte ich euch noch ein paar mehr Schlüssel geben, how to live a victorious life wie man in Jesus. Mit Jesus siegreich lebt. Because we are celebrating Christmas soon. Bald werden wir Weihnachten feiern. Christmas is not just a baby being born. Und Weihnachten geht es nicht darum, dass ein Baby geboren Jesus ist. Jesus bringing us victory. Sondern es geht darum, dass Jesus gekommen ist, um uns den Sieg zu bringen. Over sin and death. Über Sünde und Tod. Over the devil. Über den Teufel. And over all kinds of daily challenges. Und über alle möglichen täglichen Herausforderungen. I want to summarize myself. Ich möchte mich zusammenfassen. And come to a close. Und zu einem Ende kommen.
We say life can be really, really challenging. Wir haben gesagt, dass das Leben sehr herausfordernd sein kann. And naturally, und natürlicherweise ist unser Wunsch immer, unsere Herausforderungen zu überwinden. That's why we feel depressed and sorrowful. Und deswegen fühlen wir uns dann traurig und deprimiert. And God in heaven und Gott im Himmel is not happy when we are sorrowful. Ist nicht glücklich, wenn wir traurig sind. He's not happy when we are oppressed and depressed. Er ist nicht traurig, wenn wir bedrückt sind. That's why he's given some keys to help us be victorious. Und deswegen hat er uns einige Schlüssel gegeben, um siegreich zu leben. And today, und heute, we lifted up our eyes unto Jesus, haben wir unsere Augen auf Jesus gerichtet, to learn one of the keys, um Schlüssel zu lernen, that he used while on earth to overcome daily. Kennenzulernen, die er auf der Erde benutzt hat, um täglich zu überwinden. And we said this key is intimacy with the Father. Wir haben gesagt, dass einer der Schlüssel Intimität mit dem Vater ist. Habitually spending time with God. Gewohnheitsmäßig Zeit mit Gott zu verbringen. We said when you do that, und wir haben gesagt, wenn wir das machen, the Lord will strengthen your inner man. Dann wird der Herr unseren inneren Menschen stärken. The Lord will take away your bondages. Der Herr wird deine Gebundenheiten wegnehmen. The Lord will break chains. Und er wird Ketten brechen. He will heal your heart. Er wird dein Herz heilen. He will encourage you. Und dich ermutigen. He will give you new hope. Er wird dir neue Hoffnung geben. New perspective. Eine neue Perspektive. He will give you orientation and guidance. Und Orientierung und and Führung. Your peace will increase. Und dein Friede wird größer werden. You say, when you pray habitually, und wenn du täglich betest, you are always prepared, dann bist du immer vorbereitet, to meet challenges of all kinds, um den Herausforderungen aller Art zu begegnen and to go through challenges in a victorious way. Und durch diese Herausforderungen siegreich durchzugehen. Because the Lord said, pray so that you may not enter into temptation. Weil der Herr gesagt hat, bete, damit du nicht in Versuchung fällst. If you pray habitually, und wenn du regelmäßig betest, you are a victor. Dann bist du ein Sieger. If you pray occasionally, wenn du ab und zu betest, you are a victim. Dann bist du ein Opfer. If you pray habitually, wenn du regelmäßig betest, you are triumphant. Bist du triumphierend. If you pray occasionally, wenn du ab und zu mal betest, you are a prey to the devil. Dann bist du eine Beute für den Teufel. Let's pray. Lass uns beten. Let's not be a prey, let's pray. Lass uns keine Beute sein, lass uns beten. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. You are so good. Du bist so gut. This is why you're teaching us, Lord. Und deswegen lehrst du uns. Revealing us secret keys of your kingdom, Lord. Und du zeigst uns geheime Schlüssel in deinem Reich. Lord, I pray that your grace will help us. Herr, wir beten, dass deine Gnade uns hilft. You are the God who produces in us to will, to who works in us to will and to do. Du bist der Gott, der in uns das Wollen und Vollbringen schafft. Please help us in bitte this hilf uns. To desire your presence, deine Gegenwart herbeizusehen, and to effectually and actually spend time with you, Lord. Und effektiverweise Zeit mit dir zu verbringen. And even as we come into your presence, Lord, und während wir in deine Gegenwart treten, Herr, teach us individually, lehre uns im Einzelnen, how to spend time with you, Lord. Wie wir Zeit mit dir verbringen give können. Us a wise heart, Lord. Gib uns ein weises Herz, give Herr. Us open eyes of the Spirit, Lord. Gib uns offene Augen des Geistes, to be able Herr, to see you, Lord. Damit wir sehen können. And give us open ears of the Spirit, gib uns offene Ohren des, to be des able Herzens to hear from you. Und des Geistes. Thank you because you are waiting for us in the secret place. Weil du auf uns wartest dort in dem geheimen Ort. So much to give us, Lord. Es gibt so viel, was du uns geben thank möchtest, you for releasing Herr. Your mighty angels into your into our lives. Dass, du möchtest deine mächtigen Engel in unser Leben entlassen, to help us. Damit sie uns helfen. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. We bless you. Wir segnen dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So we're going to hear a song